Karmeliter. War einst ein Karmeliter, der Pater Gabriel, versprach der Anna Dunzinger nagelneue Seele. Ah, 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 versprach der Anna Dunzinger nagelneue Seele. Die Anna war eine Mädel, noch jung und wunderschön, und tat zum ersten Male ins Kloster beichten gehen. Ah ja, ah ja, und tat zum ersten Male ins Kloster beichten gehen. Ei, sprach er, liebes Anne, komm doch zu mir herein, hier in dem dunklen Kammer kannst beichten ganz allein. Ei, in dem dunklen Kammer kannst du beichten ganz allein. Nahm sie in seinen Beichtstuhl, nahm sie auf seinen Schoß, da dacht die Anna Dunzinger, das Beichten geht famos. Ah ja, ja, da dacht die Anna Dunzinger, das Beichten geht famos. Und er erzählt dem Ahne vom Berge Sinai und greift ihr an die Wade hinauf bis an die Knie. Ja, 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 und greift ihr an die Wade hinauf bis an die Knie. Oh, la, la, la. Nicht nur auf Haupt und Glieder ruht die geweihte Hand. Oh, la, la, la. Er senkt sie langsam nieder bis ins gelobte Land. Ja, 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 er senkt sie langsam nieder bis ins gelobte Land. Ei, sprach er, liebes Ahne, greif in die Kuttenmaus und hol mit meinem Priesterstab den Segen Gottes raus. Meinem Priesterstab den Segen Gottes raus. Bald schwangen ihr die Sinne, wie leblos sank sie hin. Da hat's nen kleinen Knacks gegeben. Die neue Seel war drin. Ja, 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 da hat's nen kleinen Knacks gegeben, die neue Seele war drin. Drum, all ihr kleinen Mädchen, wollt ihr eine neue Seele, so geht zum Karmeliter, zum Pater Gabriel. Ja, 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 so geht zum Karmeliter, zum Pater Gabriel.